Moin zusammen, wir wollen heute nochmal über den Beef zwischen Laura und Michelle und Mark Robin sprechen. Darüber habe ich ja bereits in den letzten Tagen ein Video gemacht, aber die ganze Streitigkeit ging noch weiter, deswegen gibt es ein zweites Video. Ich werde euch das erste Video zu diesem Thema unten in der Infobox verlinken. Falls ihr das nicht gesehen habt, dann würde ich euch empfehlen, das vielleicht erst anzuschauen, denn das ist schon recht wichtig für die Vorgeschichte, damit ihr alles von Anfang bis Ende richtig versteht. Vorab dann noch kurz zum Fahrplan, damit ihr wisst, was jetzt auf euch zukommt, denn es ging so ein bisschen hin und her wie beim Ping-Pong. Laura hat im Anschluss an die Statements, die ich euch im letzten Video gezeigt habe, noch ein sehr, sehr ausführliches Statement hochgeladen. Das geht tatsächlich recht lange, das werde ich euch natürlich als erstes zeigen. Und in diesem Statement hat sie einiges ausgepackt, was wir vorher noch nicht wussten und ihr quasi alles sich von der Seele geredet, was ihr so auf dem Herzen lag. Auf dieses sehr lange, ausführliche Statement hat Michelle dann natürlich reagiert, dann hat Laura auch nochmal darauf reagiert und dann hat Michelle auch nochmal auf Laura reagiert. So, und dann zum Schluss hat sich auch noch Mark Robin natürlich eingemischt und ebenfalls ein recht langes Statement zu dieser ganzen Sache abgegeben. Vor allem zu Mark Robins Statement am Ende habe ich einiges zu sagen, denn er sagt in diesem Statement einige Dinge, die so einfach nicht stimmen und wo ich es wichtig finde, dass sie klargestellt werden. Ich will ihm auch an dieser Stelle nicht unterstellen, dass er absichtlich gelogen hat oder so. Das würde auch nicht so richtig viel Sinn ergeben tatsächlich an dieser Stelle. Vielleicht hat er das falsch in Erinnerung gehabt und einfach so weitergegeben. Aber wie gesagt, ich finde wichtig, dass wir wirklich Fakten, die man beweisen kann, auch, dass wir die auch richtig darstellen. In dieser ganzen Geschichte wird natürlich viel erzählt von allen Seiten und bei vielen Angelegenheiten wissen wir leider nicht, was stimmt und was nicht, weil wir eben nicht dabei waren. Aber gerade einige Punkte, die Mark Robin anspricht, die wissen wir auf jeden Fall und das gucken wir uns dann später genauer an, was da nicht korrekt wiedergegeben wurde. Bei mir sind im Badezimmer jetzt gerade wieder die Handwerker zugange und ich hoffe, ihr hört das nicht, weil es schon im Moment ein bisschen laut ist. Die arbeiten da mit Hammer und mit Säge und so und ja, aber ich glaube, dieses Mikro filtert Hintergrundgeräusche ganz gut raus. Deswegen, falls ihr doch irgendwas hören solltet, sorry dafür. Wir steigen jetzt ein mit Lauras Statement. Das geht so ungefähr eine Viertelstunde, aber vorab wollte ich gerne mit euch einmal schauen, was sie in die Videobeschreibung geschrieben hat. Und zwar, tut mir leid, dass ich so impulsiv geworden bin. Ich hoffe, ich konnte einigen damit verständlich machen, dass hinter meinen Aussagen und meinem Handeln noch viel mehr steckt als nur ein zensiertes Bild, über das ich sauer bin. Jeder hat seine eigene Meinung und jeder geht mit Situationen anders um. Absolut in Ordnung. Nur man sollte immer bei der Wahrheit bleiben und nicht Dinge verdrehen oder sogar ganz weglassen. Wünsche euch eine gute Nacht und ab jetzt kommt wieder positiver Content. So, und was sagt die liebe Laura? Hallo ihr Lieben, ich habe echt lange überlegt, ob ich das jetzt machen soll oder nicht, aber ich konnte die letzten Tage einfach nicht schlafen und es lässt mich einfach nicht mehr in Ruhe bezüglich der Story zu Michelle und mir. Und ich kann verstehen, dass viele von euch denken, ich hätte aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. Und das liegt halt einfach daran, dass ich seit 2,5 Jahren alles in mich hineinfresse, dass ich nichts nach außen getragen habe, weil ich eigentlich dachte, ich kann da drüber stehen und ich bin so erwachsen genug, dass ich sagen kann, okay, komm, scheiß einfach drauf. Aber ich merke immer wieder, wie so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das Überdecken von meinem Bild, mich so zum Brodeln bringen, dass es einfach für mich jetzt die beste Lösung ist, einmal von den letzten 2,5 Jahren von Anfang bis Ende euch einmal meine Sicht zu erklären und die Geschehnisse zu erklären, damit mich vielleicht ein paar von euch besser verstehen können und auch meine Reaktion besser verstehen können. Ich weiß, ich werde trotzdem wahrscheinlich auf viel Hate treffen und auf viel Unverständlichkeit, auf viel Unverständnis. So, mir fehlen, also ich habe auch gerade nicht die richtigen Worte für alles. Ja, mich belastet das nämlich echt schon. Ziemlich, eigentlich wollte ich das nicht machen. Ich dachte, ich bin, ich stehe da drüber und ich bin so erwachsen, dass ich sagen kann, komm Laura, scheiß drauf. Aber ja, mich nimmt das Ganze mehr mit als gedacht und ich kann auch verstehen, dass viele von euch da nicht mehr durchblicken. Deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt ein einziges Statement, wo ich wirklich einmal von Anfang bis Ende erkläre, wie das alles gelaufen ist und warum ich so handle und reagiere, wie ich es eben momentan tue. Auch wenn vieles davon wahrscheinlich nicht richtig ist. Aber ja, man kann Gefühle nicht immer steuern.
Und deswegen, ja, damit einmal jeder Klarheit von euch hat. Und ich hoffe, dass die Situation ein bisschen sichtlicher für alle ist, werde ich jetzt einmal damit anfangen. Ja, ich habe mir gedacht, wir fangen einfach mal da an, wo das Ganze auch angefangen hat. Und zwar war das im Juni, Juli 2021, da wo Temptation Island gedreht wurde. Und ihr wisst ja, ich glaube, das brauche ich nicht mehr sagen, aber Mark Robin ist Michelle fremdgegangen. Ich habe ihn verführt. Und nach der Show hat eigentlich das ganze richtige Drama erst angefangen mit Mark Robin. Aber darauf möchte ich auch gar nicht eingehen, weil darum geht es hier auch gar nicht. Da gebe ich gar keine Plattform mehr. Es geht einzig und allein um Michelle und mich und warum ich so auf 180 bin und warum ich so enttäuscht bin. Und von Juni, Juli, so in dem Zeitraum, wo Temptation gedreht wurde, bis Dezember, bis zum Wiedersehen, haben wir uns nur ein einziges Mal getroffen. Und das war zufällig in einem Club, wo wir Verführerinnen und die Verführer feiern gegangen sind und ein paar von den Vergebenen waren auch dabei. Ich weiß jetzt nicht mehr wer, aber auf jeden Fall halt Michelle. Die habe ich dann halt vor dem Club getroffen und wir haben 5 Minuten gequatscht. Und sie hat mir ein paar Fragen gestellt bezüglich Temptation und die habe ich ihr ganz offen und ehrlich beantwortet. Ich habe bis zu diesem Moment nie gesagt, dass ich mir hoffe, dass wir befreundet sind oder dass ich möchte, dass sie mich mag. Ganz im Gegenteil, ich konnte sogar verstehen, dass sie was gegen mich hat, auch wenn ich ihr nichts getan habe persönlich. Aber ich bin nun mal die Frau gewesen, mit der Mark Robin fremdgegangen ist und deswegen konnte ich absolut verstehen, dass sie mich nicht leiden kann oder keinen Kontakt zu mir möchte oder keine Ahnung was. Ich habe ihr ganz nett die Fragen beantwortet. Wir sind uns an dem Abend auch aus dem Weg gegangen im Club und hatten bis zum Wiedersehen keinen einzigen Kontakt. Also auch nicht über Schreiben oder sonstiges. Und ja, bei dem Wiedersehen war es dann ja auch so, dass ich einfach, wie gesagt, auch kann man sich auch angucken. Ich hatte auch keinen Streit mit Michelle oder sonstiges. Aber da war es schon so, ich wusste ja noch gar nichts über Michelle McCrobin, was in dieser Zeitspanne alles so passiert ist, nach Temptation. Michelle war auf jeden Fall ja total sauer auf McCrobin und auch total gegen ihn. Und nach der Wiedersehensshow habe ich von Michelle eine Sprachnachricht bekommen. Und die war halt nicht so nett von ihrer Seite aus. Und da ging es nicht mal um McCrobin, sondern da ging es um mein Privatleben, wo sie mich drauf angesprochen hat. Weil ich in der Show ihr versichert habe, also in der Wiedersehensshow gesagt habe, Michelle, ich habe mit Mark Robin nichts Intimes gemacht, weil ich Spaß dran habe, sondern nur um dir die Augen zu öffnen, weil ich bin nämlich ein Mensch, ich habe mit keinem Mann was, wo ich nichts empfinde, oder, also bis zu diesem Zeitpunkt 2021 rede ich jetzt gerade, und ich kann an einer Hand abzählen, wir sind im Jahr 2021, an einer Hand abzählen, mit wie vielen Männern ich irgendwas Intimes in meinem Leben hatte. Und da habe ich ja auch gar keinen Grund zu lügen. Und dann habe ich in dieser Sprachnachricht von ihr eine Ansage bekommen, diesbezüglich, dass sie es krass findet, dass ich behaupten würde, ich hätte nur mit einer, also ich könnte an einer Hand abzählen, mit wie vielen Männern ich was hätte und das würde gar nicht stimmen. Sie hat doch von anderen Leuten gehört, mit wem ich was hatte und so. Und da habe ich mich schon angegriffen gefühlt, weil ich mir dachte, das hat nichts mit Mark Robin, dir und mir zu tun. Du greifst gerade mich privat an und selbst wenn ich mit 10 Leuten geschlafen hätte, wäre es scheißegal, weil das hat nichts mit unserer Sache zu tun. Das fand ich schon blöd, dass ich da so angegriffen werde und habe es aber ganz gelassen genommen. Ich habe noch so nett geantwortet und habe noch gesagt, ich kann verstehen, dass sie es alles verletzt und so. Und sie hat noch behauptet, ich würde mich als so ein Engel darstellen wollen und was ich gar nicht wäre und bla bla bla. Dabei wusste sie ja überhaupt nichts über mich. Und ich habe es einfach so stehen lassen und habe ihr einfach gesagt, Michelle, du musst mir nicht glauben, es ist aber so. Und bin noch ganz ruhig und nett geblieben, obwohl ich mich da schon innerlich echt aufgeregt habe, dass man mich privat jetzt so, sag ich mal, angreift, was nichts mit dieser Sache zu tun hat. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann so nett geantwortet, habe es dann auch so stehen lassen. Und bis zur Ausstrahlung, also 11 Monate nach Temptation, war dann auch wieder Funkstille. Also es war alles in Ordnung. Ich habe diese Sache halt einfach so hingenommen und habe es einfach so stehen lassen, weil ich auch wusste, da ist eine Michelle, die echt sehr gekränkt ist nach der ganzen Sache, was man verstehen kann. Und habe halt wirklich so, sage ich mal, in Watte eingepackt in diesem Moment, obwohl ich angegriffen wurde. Für mich persönlich hat es sich so angefühlt. Und die Ausstrahlung war ja dann, wie gesagt, 11 Monate später. Und ab der Ausstrahlung war sie auf einmal wieder total nett zu mir. Wir haben total lieb und nett geschrieben, auf Stories reagiert. Ich habe ihr dann nach den
Folgen auch nette Nachrichten geschrieben, um ihr zu zeigen, nochmal zu bestätigen, hey, ich habe das nicht böse gemeint, ich habe das nicht gemacht, um dich zu verletzen, sondern ich wollte dir helfen. Ich weiß, das heißt nicht, dass sie nett zu mir sein muss, nur weil ich nette Nachrichten schreibe oder dass sie mir dankbar sein muss oder dass sie mit mir befreundet sein muss. Absolut nicht. Aber ich wollte ihr einfach ein gutes Gefühl geben und jederzeit zeigen, dass da keine bösen Absichten hinter waren. Habe auch nicht damit verlangt, dass wir befreundet sind oder so. Aber dadurch, dass sie mir so nett geantwortet hat und auch von sich aus auf meine Storys reagiert hat, habe ich das so hingenommen, als wäre alles in Ordnung zwischen uns. Und habe es auch nicht als Freundschaft gesehen, um Gottes Willen, aber halt, als ob alles in Ordnung wäre. Und bis ich dann irgendwann erfahren habe, dass als Michelle mir diese doofe Sprachnachricht früher geschickt hat, da wieder was mit McRobin hatte, wurde mir so klar, okay, da hat sie sich wieder einlöhnen lassen von ihm. Dann hat sie sich wieder mit ihm zerstritten. McRobin hat sie ja sogar damals angezeigt, weil sie die Autoreifen zerstochen hat. Und ab dem Moment war sie dann wieder nett zu mir und hat mit mir gemeinsam, als die Ausstrahlung vom nächsten Wiedersehen war, mit Calvin, McRobin und mir, da hat sie dann sogar noch eine Story gemacht, dass sie mir glaubt, dass sie hinter mir steht und hat mit mir persönlich im Chat noch über McRobin hergezogen und sich über ihn lustig gemacht. Und als sie anfing, sich mit mir über ihn lustig zu machen und hinter mir zu stehen, sogar Stories zu machen, ab dem Moment wusste ich, okay, sie ist mir nicht böse, sie kann mich sogar, wie ich empfinde, sogar leiden. Heißt nicht, dass wir befreundet sind, immer noch. Aber sie hat nichts gegen mich. Sie möchte mir auch nicht aus dem Weg gehen, weil sonst würde man nicht von selber mir schreiben und sonstiges. Und in dem Moment, als die beiden sich wieder als die beiden so krassen Streit hatten, weil McRobin mit Verführerin in die Kiste gestiegen ist und gedatet hat und auch mit anderen TV-Teilnehmern, als Michelle so ausgerastet ist und die beiden so richtig Beef hatten. In dem Moment hat sie mich angeschrieben und gefragt, ob wir beide telefonieren können. Und trotz diesem ganzen Hin- und Herwandel von nett sein, scheiße zu mir sein, Vorwürfe machen, nett sein, habe ich dann trotzdem gesagt, okay, Michelle, ich bin morgen erreichbar, heute schaffe ich es nicht mehr, wir können gerne telefonieren. Und am Telefon hat sie übel über McRobin abgelästert, hat sie mir erzählt, was sie weiß über Verführerinnen, die was mit McRobin haben, über andere TV-Leute, die was mit McRobin haben, hat sich übel über ihn beschwert, hat mir da in dem Moment noch gesagt, dass sie selber noch was mit McRobin hatte im Zeitraum dazwischen und hat sich auch noch entschuldigt für die Sachen, die sie mir davor noch vorgeworfen hatte und die sie mir geschrieben hatte, die nicht so nett waren. Und ab dem Zeitpunkt dachte ich mir so, okay, jetzt ist wirklich ein für alle Mal alles geklärt und ich kann drüber stehen. Ja? Aber was dann passiert ist, das war das, was mich am allermeisten verletzt und sauer gemacht hat nach der ganzen Sache und warum ich so empfindlich auf sie reagiere und wirklich diese Person für mich in meinen Augen, auch wenn viele sagen, das Wort benutzt man nicht, sie sich damit lächerlich gemacht hat bei mir. Und wir kommen jetzt zu der Sache, warum, also das zu dem Hauptgrund, warum ich wirklich endgültig mit dieser Person nichts mehr zu tun haben möchte und warum ich so reagiere, wie ich reagiere und warum ich so sauer bin. Und es liegt einzig und allein daran, dass Johnny und Michelle sich durch Temptation ja auch kennengelernt haben, weil er Verführer war und sich danach gut verstanden haben und befreundet waren, aber nicht auf eine Art und Weise, dass man sagt, okay, die haben sich jetzt regelmäßig getroffen, sondern sie haben wirklich regelmäßig telefoniert und regelmäßig geschrieben und sich gut verstanden. Haben sich einmal in einem Club gesehen, Nähe Stuttgart, glaube ich, irgendwo war das, und da ist ja irgendwie so eine Schlagzeile entstanden, ob die beiden, also weil Johnny hat Michelle auf die Wange geküsst, ob da was ist oder so, was ja nie der Fall war. Und ja, das war das einzige Mal, dass sie sich persönlich nochmal nach Temptation gesehen haben. Ansonsten immer nur telefoniert oder geschrieben, auch wirklich regelmäßig. Und Johnny und ich haben uns einen Monat nach Temptation das erste Mal getroffen und gedatet. Das war dann also im August ungefähr. Und haben uns dann 3 Monate lang intensiv gedatet. Das Ganze ist dann zerbrochen, das Dating, aus Gründen. Das gehört jetzt nicht hierhin, das ist was ganz anderes. Und wir hatten 6 Monate lang keinen Kontakt mehr. Und es ist halt sehr viel passiert in diesen 3 Monaten Kennenlernphase bei uns. Und dadurch, dass die beiden befreundet waren, hat Johnny halt auch Michelle vieles am Telefon erzählt oder vieles auch über den Chat erzählt. Und in diesen 6 Monaten, als dann diese Pause war,
hat Michelle dann sehr, sehr schlecht über mich bei Johnny geredet und an Johnny ran gemacht. Also sehr geflirtet und wie gesagt, sehr, sehr schlecht über mich geredet. Und als Johnny und ich uns dann wieder versöhnt haben und wieder angefangen haben zu daten und dann auch schnell zusammengekommen sind, war Michelle ernsthaft angepisst auf Johnny, weil er mir verziehen hat, noch nicht mal verziehen hat, weil wir beide das geklärt haben, weil es gab nichts zu verzeihen. Sie war sauer auf Johnny, weil wir beide uns ausgesprochen haben und dann wirklich zusammengekommen sind. Und das ist für mich etwas, mir fällt das so schwer, darüber zu reden. Das ist für mich etwas, was wirklich für mich Charakterschwäche zeigt. Auch wenn viele geschockt sind darüber, dass ich das Wort benutze, aber das ist für mich einfach charakterschwach. Wenn ich die Frau bin, ja, die deinen Ex-Freund verführt hat und die Beziehung deswegen zerbricht, dann hat es mir wirklich leid getan. Dann heißt es aber nicht, dass man mir keine Beziehung mehr gönnen kann, dass man mir das Glück nicht mehr gönnt und dass man mich schlecht reden muss und sich in mein Privatleben einmischen muss. Und das war zu dem Zeitpunkt der Fall. Und sie wusste genau, wie sie mir wehtun kann. Und sie wusste genau, wie sie mir eins auswischen kann. Die beiden haben sich nie getroffen. Nie persönlich getroffen. Und nach all der Zeit nimmt man es dann wirklich auf sich, nach unserem Kontaktabbruch, 1 bis 3 Tage später, es waren ganz wenige Tage später, ich will jetzt nicht lügen, deswegen, ich habe keine Ahnung, wie viele Tage, aber es war ganz, ganz knapp danach. Nimmt man den ganzen Weg nach Köln auf sich, um sich mit Johnny zu treffen, um sich an ihn ranzumachen, um mich schlecht zu reden, um im Endeffekt dann nach 6 Monaten, nachdem wir uns ausgesprochen haben und zusammengekommen sind, angepisst zu sein, scheiße zu mir zu werden, scheiße zu Johnny zu werden. Ehrlich? Und als wir uns dann getrennt haben, auf einmal wieder nett zu Johnny zu sein, wieder mit ihm zu schreiben, wieder mir in den Rücken, also mir ein Messer in den Rücken zu rammen, mir, boah, es macht mich so sauer, weil es einfach nicht in Ordnung ist. Ja, bei Temptation, das war ein Job. Das hat mir auch keinen Spaß gemacht, dir einen Freund auszuspannen oder dir weh zu tun. Aber das, was bei Johnny und mir passiert ist mit dir, das war ein Privatleben, nicht in der Öffentlichkeit, nicht für eine TV-Show. Da ging es nicht darum, dass es sein Job ist. Nein, du hast mir bewusst wehgetan. Du hast bewusst versucht, dich an Johnny ranzumachen. Du hast bewusst mich bei ihm schlecht geredet und hast mit mir dann aber noch auf gut gemacht und mit mir auf gut geschrieben, weil du wusstest ja, dass Johnny und ich keinen Kontakt haben. Und das ist das, was ich lächerlich finde und charakterschwach finde. Und das sage ich ganz offen, so, weil ich es wirklich so meine. Und weil ich es auch einfach aussprechen möchte. Das ist das, was ich so schlimm daran finde. Dass man nett zu mir ist, dass man scheiße zu mir ist, dass man wieder nett zu mir ist, dass man mich schlecht redet bei anderen, von mir aber Informationen will und mich ausnutzt für Dinge, ja? Und dann noch versucht, mein Kennenlernen und meine Beziehung kaputt zu machen, um mir das Gleiche anzutun, sozusagen. Das finde ich richtig schlimm. Und das sitzt so tief bei mir. Das sitzt so tief bei mir. Hallo, ihr Lieben. Ich habe echt lange überlegt, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Hallo. Und nach Ex on the Beach, ja, nachdem wir bei Ex on the Beach waren, wieder zusammengekommen sind, auf einmal sich bei Johnny wieder einzuschleimen und zu sagen, ach, ich wünsche euch nur das Beste, ihr beide seid so süß. Ja, ganz im Ernst. Das macht mich sauer und es tut mir auch leid, dass ich jetzt so sauer hier vor der Kamera sitze. Und es tut mir leid. Es ist gar nicht meine Art. Ich mag es gerne, positive Vibes hier zu verbreiten. Aber es ist ja auch einfach Fakt, dass ich auch immer sage, dass das Leben nicht nur schön ist. Ja? Aber das ist das, was mich so nervt. Und ich hoffe, man kann mich jetzt einfach ein bisschen besser verstehen. Dieser Wandel von nett und scheiße sein zu mir und dieses Ausspannen wollen und kaputt machen wollen und dieses Schlechtreden, aber mich trotzdem noch ausnutzen für Informationen und dafür, dass ich hinter einem stehe, das ist das, was ich so unglaublich schlimm finde. Und selber nach Ex on the Beach, das im Februar 2023 war, dann noch so sa zu sagen, ihr beide seid so süß und ich wünsche euch alles Glück der Welt und mit Johnny wieder auf toll zu machen.
Das ist das, was ich so schlimm finde. Weil wir sind an dem Punkt angekommen, wo Johnny eine Michelle blockieren musste, damit ich meinen Seelenfrieden bekomme. Und ich bin keine Person, die eifersüchtig ist. Und ich bin auch keine Person, die irgendwas verbietet. Und es war auch nicht, dass ich gesagt habe, Johnny, du blockierst sie jetzt. Sondern es war einfach, wir beide haben darüber gesprochen und wir haben gesagt, es ist für uns das Beste, wenn Johnny Michelle blockiert, weil ich nicht damit klarkomme, dass sie scheiße zu mir ist. Johnny aber total nette Sachen schreibt und Glück für unsere Beziehung wünscht, weil ich weiß, dass es nicht ernst gemeint von ihr ist. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt angekommen sind. Und ich es deswegen auch so schlimm finde, dass sie mein Bild zensiert und sagt, dass sie jemanden wie mich nicht auf ihrem Profil haben möchte. Jemanden wie mich, der so viel runtergeschluckt hat und der so viele Messerstiche von ihr eingekassiert hat, trotzdem loyal hinter ihr stand. Und ja, dass ich sie dann als lächerlich und charakterschwach betitel in einem anderen Video vor ein paar Wochen oder Monaten, das nehme ich auch nicht zurück und das meine ich auch genauso. Es tut mir leid, wenn das andere nicht so sehen, aber das meine ich genauso. Und das ist der Grund, wieso ich sie nicht mehr leiden kann und wieso ich nicht mehr hinter ihr stehen werde und wieso ich Temptation Island 2021 nur noch als einen Job sehe und nicht mehr mit Menschlichkeit agiere in dieser Hinsicht. Auch wenn es eigentlich mein Charakterzug ist, Loyalität steht für mich ganz weit vorne, Menschlichkeit steht für mich ganz weit vorne, aber in diesem Punkt und bei diesem Menschen nicht mehr. Und wenn sie meint, mit ihm wieder befreundet zu sein, dann ist das ihre Sache. Ja? Ich kann es nicht verstehen, ich würde es niemals machen, aber es ist ihre Sache. Aber wie sie mit mir umgeht und mit der Situation umgeht, ja? Und die Schwankungen, die da existieren, die sind für mich unverständlich und unverschämt. Und ich hoffe, das ist das Letzte, was ich dazu sagen muss, weil sollte das jetzt das Thema zur Ruhe kommen, ist es auch in Ordnung so. Ich habe mir alles von der Seele geredet, aber werden jetzt hier noch irgendwelche Lügen verbreitet, irgendwelche Geschichten erzählt oder sonstiges, dann werde ich natürlich noch mal was dazu sagen. Aber an sich, als großes Statement, damit ihr alle wisst, was abgeht, habe ich es euch jetzt einmal erzählt und ich hoffe, dass die Situation einfach verständlicher für manche ist. Ja, danke fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Nach Ex on the Beach. Zunächst einmal finde ich es wichtig klarzustellen, dass ich persönlich gegen keine dieser vier beteiligten Personen etwas habe. Also ich habe weder etwas gegen Laura, gegen Michelle, gegen Mark Robin oder gegen Johnny. Ich habe auch mit jedem der vieren schon mal Kontakt gehabt, recht sporadisch. Mit Michelle und Mark Robin habe ich damals irgendwie mal ein, zwei, drei Sätze ausgetauscht. Mit Laura hatte ich doch ein bisschen mehr Kontakt und mit Johnny glaube ich tatsächlich am meisten. Ich maß mir aber nicht an, eine dieser Personen oder generell alle der Personen wirklich zu kennen und zu wissen, was da passiert ist. Das weiß auch ich nicht. Ich bewerte hier nur das, was ich höre und gebe meinen Senf dazu ab, genauso wie ihr das natürlich sehr gerne in den Kommentaren machen könnt. Bei einigen Punkten stimmen Michelle und Laura überein, zum Beispiel bei der Tatsache, dass die beiden sich nur einmal persönlich getroffen haben, und zwar in einem Club. Das hat Michelle auch gesagt und auch damals wurde das bereits thematisiert. Ich weiß nicht mehr, welche von den beiden, aber einer hat bereits vor ein, zwei Jahren oder wann das war, mal erzählt, dass sie sich eben in einer Disco kurz getroffen haben und sich dort noch ein bisschen austauschten über die Geschehnisse bei Temptation. Andere Darstellungen wiederum gehen sehr, sehr weit auseinander. Laura ist ja der Auffassung, dass Michelle sich an Johnny rangemacht habe. Und Michelle, sagt sie gleich in ihrem Statement, ist der Auffassung, dass es genau andersrum war. An sich ist es natürlich auch pupsegal, mit wie vielen Männern Laura schon geschlafen hat oder generell irgendwie intim geworden ist. Das ist natürlich ihre Privatangelegenheit. Natürlich muss sie das auch nicht mit Michelle teilen, hat sich aber dafür entschieden, was, glaube ich, einfach die Tatsache untermauern soll, dass sie das schon für Michelle gemacht hat und nicht für sich selbst und dass sie da eben auch über ihren eigenen Schatten gesprungen ist, um eben Michelle quasi die Augen zu öffnen, um ihr zu zeigen, was ihr Freund für einer ist und dass er sie tatsächlich auch wirklich betrügt. Wenn Michelle nun aber im Nachhinein erfahren hat, dass das wohl angeblich nicht stimmen soll, egal ob das Gerüchte waren oder eben nicht, ob Laura die Wahrheit sagt oder keine Ahnung, wer Michelle das eben zugetragen hat, könnte ich mir das tatsächlich nur so erklären, dass Michelle dadurch eventuell die generelle Glaubwürdigkeit von Laura in Frage gestellt hat, obwohl sie es natürlich absolut nichts angeht, mit wie vielen Personen Laura intim geworden ist. Aber eventuell dachte Michelle sich, okay, wenn sie mir das erzählt und das stimmt nicht, dann stimmen eventuell auch andere Dinge nicht, die sie mir erzählt hat.
Generell finde ich, wie auch im letzten Video schon gesagt, dass eventuell das Problem von Laura auch ist, dass sie zu hohe Erwartungen an Michelle hatte und Erwartungen an sie gestellt hat, wie sie selbst sich eventuell benehmen würde. Ich glaube, dass das bei vielen Menschen ein Problem ist, womit man sich auch ganz oft selbst verletzen kann. Denn klar, wenn man keine Erwartung hat, dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Es kommt immer darauf an, über wen man spricht. Ist es eine Person, die einem sehr nahe steht, ein Familienmitglied, der Partner oder wer auch immer? Hier in dem Falle war es so, dass Michelle und Laura sich ja nicht nahe standen, sich auch gegenseitig gar nicht zu Loyalität verpflichtet gefühlt haben oder fühlen sollten. Bei Laura war es ja schon so, dass sie sich loyal gegenüber Michelle gefühlt hat, obwohl sie sie gar nicht kannte. Eben einfach aufgrund der Tatsache, dass sie ihr zeigen wollte, wie Mark Robin sonst so drauf ist. Und ich finde das alles sehr löblich und wirklich nett von Laura, dass sie so mit dieser Situation umgegangen ist und auch danach noch weitere Details erzählt hat und so weiter. Aber ich glaube, für ihre eigene mentale Gesundheit wäre es besser gewesen, wenn sie die ganze Sache mit mehr Abstand hätte betrachten können und auch keine Erwartungshaltung gehabt hätte, gerade was Michelle angeht. Die andere Sache ist natürlich das mit dem Ranmachen. Das wussten wir beim letzten Mal noch nicht. Das ist jetzt eine neue Information. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, fällt mir tatsächlich sehr, sehr schwer zu beurteilen, weil klar, wir haben keinerlei Beweise oder so gesehen. Und wir haben jetzt Lauras Seite und schauen uns jetzt die Seite von Michelle an. Und dann werdet ihr auch, glaube ich, verstehen, warum die Sache nicht so eindeutig zu beurteilen ist. Denn Michelle erzählt von einer Situation, die Geschichte ein bisschen anders aussehen lässt. Ach Leute, wurde mal heute Morgen von so einem witzigen Video geweckt, ey. Ach Gott, Hammer gelacht, ey. So, jetzt reicht's aber hoffentlich. Hoffentlich wird das Märchenbuch jetzt endlich geschlossen, ne? Denn es reicht langsam, ey, es reicht langsam, ne? Auf jeden Fall, ich kann es selber kaum glauben, aber der liebe Lukas hat mich dazu überredet, dass ich heute mit dem Sport machen werde. Ob ich das überleben werde? Ja, ihr seht schon, eigentlich wollte Michelle anscheinend nichts mehr dazu sagen. Sie hat dann auch noch das hier, ist das hier an der Seite? Nee, da. Das an der Seite gepostet, und zwar: Der Weise weiß, Stille hat oft mehr Kraft, als zu beweisen, dass du recht hast. Ja. Aber es hat ihr dann doch wohl in den Fingern gejuckt und sie musste nochmal was dazu sagen. Leute, ihr wisst, ich wollte eigentlich zu diesem Thema überhaupt nichts mehr sagen, weil ich dem Ganzen einfach keine Relevanz mehr geben wollte. Aber es nimmt wirklich Überhand und sämtliche Seiten berichten da jetzt darüber und ich stehe da wie der letzte Idiot. Ich finde es zwar einfach nur kindisch und nervig, aber ich kann es ehrlich gesagt nicht so stehen lassen. Ich kann es nicht mit mir vereinbaren. Ich habe es wirklich versucht. Ich habe es auch versucht, um Menschen zu schützen, die mich gerade angreifen. Überlegt euch das bitte mal. Aber nein. Zumal ich ihr privat auch geschrieben habe und ihr erzählt habe, was denn ihr unfassbar toller Freund da alles getan hat. Und wie sehr er sie angelogen hat, aber sie geht ja nicht darauf ein, weil ich es ja nicht in der Öffentlichkeit austrage. Aber auch mir reicht es jetzt einfach langsam und deswegen möchte ich auf ein, zwei Themen eingehen. Ich möchte eigentlich nur auf das Hauptthema Johnny eingehen, weil das Thema mit Mark Robin, Leute, das haben wir jetzt schon so oft durchgekaut. Mir hängt es wirklich mittlerweile bis zum Hals raus. Und was sie da alles erzählt hat, da wurden Sachen verdreht, Tatsachen verdreht und Ich kann es nicht mehr hören. Ich sage euch so, wie es ist, ich kann es nicht mehr hören. Deswegen lassen wir das Thema bitte mal einfach beiseite. Wir gehen zum Hauptthema, Johnny. An dich, Johnny, mal direkt. Ich bin maßlos enttäuscht von dir. Ich bin so krass enttäuscht von dir. Wie kannst du dich dahinstellen und deiner Freundin erzählen, dass ich mich an dir rangemacht hätte, dass ich versucht habe, eure Beziehung zu zerstören, dass ich über Laura abgelästert habe und sonst irgendwas. Wer war denn diejenige, die dir noch gesagt hat, hey, guck mal, gib dem Ganzen doch nochmal eine Chance, du hängst doch so an ihr. Ich habe mit ihm telefoniert, während er mir geschildert hat, was zwischen den beiden passiert ist und ich sagte noch zu ihm, gib dem Ganzen noch eine Chance. Denkt ihr, ich habe Johnny damals geschrieben, ich wünsche euch alles Glück, einfach so aus dem Nichts?
Nein, ich habe es geschrieben, weil ich wirklich so empfunden habe. Ich fand die beiden süß. So, wisst ihr, was ich meine? Auch wenn er davor wirklich eine Scheiße gebaut hat. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was für eine Scheiße er gebaut hat. Und zwar, ich war nicht der Part, der sich an irgendjemanden rangemacht hat. Oh nein, Leute. Oh nein. Ich erzähle euch mal eine Geschichte. Eine Geschichte von einem Paar. Die habe ich auch Laura geschrieben. Und zwar, wir waren in Böblingen. War das Böblingen? Wir waren auf einer Temptation Island Party, wo halt wir alle aus unserer Staffel da waren. Also die Jungs und wir vier Mädels. Und einen Tag davor hat mir einer von den Temptation-Jungs noch geschrieben, dass Johnny Angst hat, mich dort zu sehen, weil er Angst hat, dass Gefühle hochkommen könnten für mich. Und ich dachte mir schon so, okay, scheiße. Hab mir aber weiter nicht so gedacht, weil man weiß ja nie, ob was dahinter steckt oder halt eben nicht. Und wir waren dann dort vor Ort und dort vor Ort hat er schon echt schlecht über Laura hergezogen. Ich zeige euch auch gleich mal eine Sprachnachricht von meiner besten Freundin, nachdem sie das Reel von Laura gesehen hat. Und genau, dann waren wir dort vor Ort. Und Johnny hat mich die ganze Zeit versucht zu küssen. Die ganze Zeit. Und ich habe immer abgeblockt. Und er hat dann anderen Leuten, die dort waren, erzählt, dass ich seine Freundin bin. Es gibt bestimmt auch irgendwelche Leute da draußen, die dort waren und das bestätigen können. Und am Ende des Abends, es war der Knüller, man muss dazu aber auch sagen, er war betrunken, hat er versucht, mit mir nach Hause zu kommen. Also er wollte unbedingt bei mir schlafen. Wirklich hartnäckig. Es war so schlimm, dass ich mich vor ihm verstecken musste. Und ich habe natürlich nein gesagt, logischerweise. Und ich weiß noch ganz genau, wir waren dann im Auto. Ich bin dann vor ihm geflüchtet. Und dann hat er mich sogar noch terrorisiert mit Anrufen. Ja? Aber ist klar, ich habe mich an Johnny reingemacht und ich habe versucht, in ihre Beziehung zu zerstören. Johnny, du machst es dir ganz einfach. Du machst es dir wirklich unfassbar einfach. Aber jetzt wisst ihr, ein Bruchteil davon. Und mir reicht's, Leute. Ich habe wirklich auf diesen Kindergarten keine Lust mehr. Sie hat wirklich ihr Bestes dort gegeben in dieser Sendung. Ne? Zu Johnny, wie eklig, erstens von seiner Seite aus. Ich war ja bei allem dabei, das weißt du ja, ne? Also war ich ja. Der hat dauerhaft sich an dich rangemacht. In dem Club, ja, wäre er mit dir nach Hause gegangen, um bei dir zu schlafen, weil er bei dir sein wollte, weil er noch zu mir gesagt hat, Laura, er liebt sie nicht und alles drum und dran. Natürlich, klar, rufst du dann sie an oder beziehungsweise sagst dann zu ihm, hey, was das eigentlich soll. Digga, nur weil kränkt er Stolz, weil du ihn auch abgewiesen hast, sau oft. So Leute, jetzt habt ihr einen Bruchteil meiner Geschichte gehört und ich möchte das Kapitel jetzt auch bitte beenden, denn ich habe keine Lust mehr. Mich nervt dieses Thema so unheimlich und mir bringt es nichts, jetzt alles zu droppen und sie anzugreifen, dann greift sie wieder mich an, dann greife ich wieder sie an. Es ist Kindergarten. Leute, es ist wirklich Kindergarten. Manchmal gibt es halt Fälle, da mag man sich nicht, da sind Fa Sachen vorgefallen. Und man muss dazu sagen, ich habe eigentlich, bis sie mich öffentlich beleidigt hat, nichts gegen sie gehabt, aber ist jetzt auch egal. Genau, manchmal mag man sich einfach nicht und das muss man akzeptieren. Ich möchte da ehrlich gesagt einfach Gras drüber wachsen lassen, dieses Thema einfach beenden. Und ja. So, und jetzt stellt sich die Frage, wer lügt? Wie war es wirklich? Hat Michelle sich an Johnny rangemacht oder hat Johnny sich an Michelle rangemacht? Ich war natürlich nicht dabei und kann deswegen nur beurteilen, welche Version ich glaubwürdiger finde. Und ich muss sagen, es tut mir wirklich leid, das sagen zu müssen, weil ich mochte Johnny total bei Temptation Island. Ich mochte ihn auch sehr ab Folge 2 bei Ex on the Beach. Und ich habe ja auch durchaus das ein oder andere Mal sehr, sehr nett mit ihm privat geschrieben. Und ich finde, er ist ein korrekter Typ. Aber in dieser Sache muss ich leider sagen, dass ich Michelles Version glaubwürdiger finde. Warum? Wegen Ex on the Beach Folge 1. Eventuell erinnert ihr euch noch daran, es ist ja auch noch nicht allzu lange her, dass Laura in Folge 1 ja noch nicht dabei war und dass Johnny in der ersten Folge wirklich super, super, super krass betrunken war. In dieser Folge hat Johnny sich sehr stark an Carina rangemacht und hat dort unter anderem auch versucht, sie zu küssen. Einige Zuschauer haben dieses Verhalten auch als übergriffig betitelt. Da kann man sich jetzt gerne darüber streiten, ob das schon übergriffig war oder nicht. Aber Tatsache war dort einfach, dass Johnny wirklich sehr, sehr betrunken war und sich sehr penetrant und,
ja, ein bisschen aufdringlich vielleicht an Carina rangemacht hat und da durchaus versucht hat, bei ihr zu landen und sie eben auch zu küssen, was ja nicht geklappt hat. Das ist schon mal der erste Punkt, warum ich die Version von Michelle gerade mit dem Alkohol recht glaubwürdig finde, denn an dieser einen Folge, auch wenn wir natürlich Johnny als ganze Person nicht kennen und das nicht heißt, dass er sich immer daneben benimmt, wenn er Alkohol trinkt, aber man hat dadurch zumindest gesehen, dass es nicht so abwegig ist und dass Johnny durchaus, ich sag mal, in der Lage ist, betrunken, doch recht aufdringlich sich an Frauen ranzumachen. Im Verlaufe der Staffel hat er sich aber natürlich viel, viel besser benommen. Ob das jetzt wirklich an dem ganzen Alkohol lag, keine Ahnung, können wir an sich nicht beurteilen. Danach kam ja aber das Thema auf, dass Johnny es abgestritten hat, Carina in der ersten Folge küssen zu wollen, beziehungsweise dass er das eben versucht hat. Carina hat gesagt, Johnny hat versucht, mich zu küssen. Johnny hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Die Frage ist, hat er das vergessen, weil er so besoffen war und kann sich wirklich nicht daran erinnern? Aber dann hätte er es eigentlich anders formuliert sollen und sagen sollen, naja, ich habe leider einen Blackout, ich weiß leider nicht, ob das stimmt oder nicht, aber er hat es eben so rübergebracht und auch darauf bestanden, dass Carina lügt und dass er nicht versucht hat, sie zu küssen, was ja dann im Endeffekt nicht stimmte. Diese Version hat er dann eben den anderen und auch Laura erzählt, aus welchem Grund ihm das so wichtig war, dass Laura nicht denkt, er habe Carina küssen wollen, ist mir jetzt immer noch nicht ganz so, ja, habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, weil die beiden ja zu dem Zeitpunkt auseinander waren. Ihr wisst ja, dass es diese Gerüchte gibt, dass die beiden angeblich ihre Trennung eventuell gefaked haben sollen, aber wie gesagt, das ist nicht irgendwie hundertprozentig bewiesen oder so. Ja. Und wenn die beiden zu dem Zeitpunkt eben wirklich getrennt waren, verstehe ich nicht so ganz, warum es Johnny so wichtig war, dass Laura nicht mitbekommt oder nicht weiß oder auf jeden Fall nicht glaubt, dass Johnny Carina küssen wollte, weil beide ja dann zu dem Zeitpunkt Single gewesen wären. Aber an dieser ganzen Sache sehen wir eben, dass es bereits mindestens eine andere Situation war, die dieser Situation von Michelle sehr geähnelt hat. Denn Johnny und Laura waren getrennt. Johnny hat sich an eine Frau rangemacht, in dem Falle Carina bei Ex on the Beach, Michelle im Club, falls das eben stimmt, wurde dabei recht penetrant und war in beiden Situationen sehr besoffen. Und nochmal, bitte, wir verurteilen Johnny hier nicht als ganze Person und das heißt auch nicht, dass er sich immer so aufführt und das heißt jetzt auch nicht hundertprozentig, dass die Version von Michelle damit bewiesen ist oder so, aber für mich klingt sie dadurch einfach plausibler. Bevor hier jetzt ein Johnny in den Dreck gezogen wird und mir geschrieben wird, dass ich naiv bin, nein, in dieser Zeit, wo das im Club passiert ist, also wo das im Club war, wovon Michelle redet, waren Johnny und ich nicht zusammen, hatten wir einen Kontaktabbruch. Das heißt, egal was da in diesem Club war, es ist scheißegal. Darüber habe ich in meinem Statement nicht geredet, dass ich diese Situation meine. Und wenn Johnny mir sagt, es war nicht so, dann glaube ich ihm, weil er hatte keinen Grund zu lügen, weil wir zu dem Zeitpunkt nicht zusammen waren und auch keinen Kontakt hatten. Aber erklärt mir mal bitte, wenn das doch so gewesen sein soll, wie Michelle sagt, ja, wieso hat man dann weiterhin Kontakt mit ihm, telefoniert mit ihm, schreibt mit ihm und kommt ihn noch in Köln dann besuchen danach? Komisch. Ich möchte dazu nur sagen, es ist mir egal, was an diesem Abend war und wie es an diesem Abend war. Aber jeder, der ein bisschen Verstand hat und nachdenken kann und sich mein Statement angehört hat, der weiß genau, was Michelle da gerade versucht. Und zwar hat sie alles, was ich erzählt habe, sie ist auf nichts davon eingegangen. Auf gar keinen einzigen Punkt, weil sie nicht weiß, was sie darauf sagen soll, weil sie genau weiß, dass es stimmt und dass das nicht gut für sie ist. Jetzt hat sie versucht, irgendwas rauszukramen, womit sie Punkt auf, also die Aufmerksamkeit, das hat mir gefällt, die Aufmerksamkeit auf etwas anderes legen kann. Und das ist nicht mal relevant für das Ganze, weil zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, waren Johnny und ich nicht zusammen, hatten auch keinen Kontakt. Das heißt, selbst wenn da Geflirte gewesen wäre oder irgendwas, ja, macht es nicht zur Sache, weil das, worüber ich geredet habe, ist passiert, während ich mit Johnny zusammen war. Und ich bin nicht blöd. Ich hab Telefonate mitbekommen und ich habe auch Chats gelesen. Also, wen willst du verarschen?
Also, Nonni hat mich in keiner Situation belogen, betrogen oder sonstiges. Die Einzige, die gerade versucht, hier einen Ausweg zu finden, ist Michelle. Und jetzt Dinge erzählt, die erstens nicht stimmen, zweitens nichts mit dem Statement von mir zu tun haben. Ich habe ja nur den Ablauf erklärt, was alles passiert ist. Aber ich habe nur erwähnt, dass die beiden sich im Club nochmal getroffen haben, dass eine Schlagzeile entstanden ist. Was aber nicht mal stimmt und Quatsch ist. Ja, habe ich ja sogar noch gesagt. Aber in meinem ganzen Statement ging es nicht um die Situation im Club, dass sie sich da an ihn rangemacht hätte. Habe ich nie behauptet. Sondern ich habe darüber geredet, dass als wir getrennt waren, dann Michelle auf einmal Johnny in Köln besucht hat. Als Johnny mir verziehen hat, oder was heißt verziehen hat, als wir wieder zusammengekommen sind, Michelle angepisst auf Johnny war. Und das habe ich auf Nachricht, das habe ich persönlich gelesen. Also sorry, wer willst du verarschen? Ich verstehe es einfach nicht, dass man immer noch versucht, sich da rauszureden. Aber dann geh doch gerne mal auf die anderen Punkte ein. Ja, ich glaube, eigentlich wäre es für uns alle am besten, wenn man diese Chats einfach freigeben könnte. Das ist natürlich nicht erlaubt, wenn die andere Partei nicht zustimmt. Aber wenn Michelle sich nichts vorzuwerfen hat, dann könnte sie ja theoretisch einfach zustimmen, dass Laura diese Chats uns zeigt oder uns die selber zeigen oder so, damit wir das eben ja, beurteilen können. Das wäre doch mal was. Aber gut, für Laura besteht der Unterschied darin, dass sie in dieser Clubsituation nicht mit Johnny zusammen war und dass ihr das deswegen sehr egal ist. Dann frage ich mich trotzdem, warum war denn damals bei Ex on the Beach diese Situation mit Carina nicht egal? Weil die war Laura ja doch wichtig und es war ihr wichtig zu erfahren, ob Johnny Carina wirklich küssen wollte oder nicht. Aber dort waren die beiden doch auch getrennt, zumindest offiziell. Dann hat ja Laura noch gesagt, aus diesem Grund, weil die beiden während dieser Clubsituation getrennt waren, habe Johnny keinen Grund zu lügen und deswegen glaubt sie ihm. Die Argumentation finde ich nicht ganz so stark, denn auch wieder hier, damals bei Carina, waren die beiden ja auch getrennt und deswegen hätte Johnny ja auch keinen Grund gehabt zu lügen oder ich übersehe irgendwie den Grund. Und ich will ihm gar nicht, wie gesagt, unterstellen, dass er wirklich extra gelogen hat, sondern vielleicht auch einfach einen Blackout hatte und sich tatsächlich nicht daran erinnern konnte. Aber dann hätte er auch, glaube ich, zugeben müssen, dass er es einfach nicht weiß und gar nichts selber dazu sagen kann, ob es stimmt oder nicht. Aber eventuell könnte es auch so gewesen sein, dass Michelle durch diese Story eben wusste, dass Johnny sie generell doch ganz gut findet und ganz attraktiv zu finden scheint und sich dann, während die beiden wieder zusammen waren, an ihr rangemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt bei Michelle nicht so gut vorstellen. Auch aufgrund ihres Verhaltens. Gut, bei Temptation war sie auch selber vergeben. Hier war sie Single, aber boah, ich finde es super, super schwierig. Ich kann es irgendwie nicht so richtig greifen. Und ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass Michelle sich tatsächlich an Johnny ranmacht. Aber kann natürlich trotzdem sein. Bevor wir jetzt wieder zur nächsten Antwort von Michelle kommen, noch ein paar Worte zur Frage, warum hat man dann weiter Kontakt mit Johnny, wenn er sich doch so penetrant an Michelle rangemacht hat. Naja, ich muss sagen, ich kann es ehrlich gesagt schon verstehen. Es kommt auch immer darauf an, wie krass das war und ob das einen wirklich so geprägt hat, dass man das Gefühl hatte, dass man da wirklich irgendwie sexuell belästigt wurde oder so. Bei Michelle und Johnny war es ja nach dem Dreh von Temptation so, dass die beiden eine Freundschaft miteinander hatten, sich wohl nicht so oft gesehen haben, aber viel Kontakt übers Handy hatten. Das haben ja auch beide Parteien, also sowohl Laura als auch Michelle, gesagt. Und für mich gibt es auch definitiv Freundschaft zwischen Mann und Frau. Ich weiß, dass das einige Leute anders sehen. Ich habe einige männliche Freunde, die auch zu 100% platonisch sind, wo auch von keiner Seite jemals ein Annäherungsversuch stattgefunden hat. Aber es gibt auch Situationen oder auch Freundschaften, und da spreche ich ebenfalls aus Erfahrung, zwischen Mann und Frau, wo sich durchaus eine der beiden Parteien an die andere Partei ranmacht. Oft auf Alkohol. Und das habe ich tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal erlebt, dass Kumpels von mir, wenn sie sehr viel getrunken haben, versucht haben, sich an mich ranzumachen. Teilweise recht penetrant, teilweise nicht so penetrant. Aber ich sage euch ehrlich, das war für mich kein Grund, die Freundschaft danach zu kündigen oder zu sagen, boah, krass, der ist ja jetzt total verliebt in mich und das, ah, dann können wir ja keine Freundschaft mehr führen. Und es war auch bei mir nicht so, dass ich mich dadurch so sexuell belästigt gefühlt habe oder ähnliches, dass ich gesagt habe, mit diesem Menschen kann man keinen Kontakt mehr haben. Das nur
naja, für vielleicht noch eine andere Sicht, dass ich das durchaus nachvollziehen kann, dass in einer Mann-Frau-Freundschaft das eventuell mal vorkommen kann. Sollte eigentlich nicht, aber dass der eine im betrunkenen Kopf dem anderen Avancen macht und was er im nüchternen Zustand nicht machen würde und dass das aber nicht immer bedeutet, dass man deswegen nicht mehr miteinander befreundet ist. Leute, ich bin hier anscheinend auf nichts drauf eingegangen. Schatzi, wenn du mal gelesen hast, was ich dir geschrieben habe, dann bin ich sehr wohl auf alles drauf eingegangen. Aber da du ja... Es ist so lächerlich. Aber da du ja nur öffentlich darauf reagierst, wie wir jetzt gerade gesehen haben, kommen wir mal dazu, was damals war mit Mark Robin und warum ich dir geschrieben habe. Böse geschrieben habe. Leute, das hat einfach folgenden Hintergrund gehabt. Ich habe damals mein komplettes Vertrauen in Laura gesteckt, weil Laura mir, wo ich sie damals gesehen habe, noch halt zahlreiche Details erzählt hat, die sehr, sehr intim waren. Und ich ihr halt eben vertraut habe. Ich habe ihr vertraut, dass das, was sie sagt, stimmt. Und ihr wisst selber, dass es mittlerweile mit der Ehrlichkeit so ein Ding ist. Also man kann heutzutage niemandem mehr glauben. Es ist ja wirklich schrecklich. Und so wie sie es erzählt, sie sagt ja, dass ich dann was mit Mark Robin hatte. Das stimmt nicht. Ich hatte direkt nach Temptation, direkt nachdem ich und Mark Robin nach Hause geflogen sind, da war die Zeit, wo wir noch Kontakt hatten, ich und Mark Robin. Das ging 2 Wochen. Komm, lass es 3 Wochen sein, ja? Und da hatte ich nichts mit Laura zu tun. Gar nichts. Nada niente, gar nichts. Und erst 2 Monate später bin ich dann auf Laura getroffen in Köln. Und da hat sie mir dann halt intime Sachen erzählt. Und ich habe ihr vertraut, weil es gab nichts auf Kamera, es gab gar nichts. Mark Robin hat gesagt, es stimmt nicht. Deswegen musste ich ihren Worten glauben. Oder eher gesagt, ihren Worten Glauben schenken. So, ein paar Monate später, es war alles cool zwischen mir und Laura, es war alles cool. Ein paar Monate später war die Ausstrahlung, oder es war vor der Ausstrahlung, Leute, das ist 2,5 Jahre her, ich weiß es auch nicht mehr genau. Und das sind ein paar Mädels von Temptation, also die bei Temptation mitgemacht haben, die in der Männervilla gewohnt haben, die Verführerinnen, sind auf mich zugekommen und haben dann gemeint, Michelle, pass bitte auf bei Laura. Laura lügt sehr viel und Laura hat anscheinend auch bei den Mädels, sagen wir es mal so, die anderen Mädels haben sich von Laura distanziert, ne? Ja. Und bei mir im Kopf hat es dann angefangen zu rattern, weil ich mir dann so gedacht habe, okay, was mache ich jetzt? Wem glaube ich jetzt? Denn Laura hat sehr vieles öffentlich gesagt, was im Privaten halt eben nicht so war. Und wisst ihr, Leute, normalerweise interessiert mich das Privatleben von anderen Menschen nicht. Aber wie man so schön sagt, wer einmal lügt, den glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht. Und es waren halt sehr viele Punkte, wo Laura gelogen hat und ich habe sie dann einfach gefragt, hey, schau mal, wenn du da lügst, wie soll ich dir dann glauben? Und ich war auch ein bisschen sauer, weil ich wusste nicht mehr hin, wohin ich mit meinem Kopf soll. Ich wusste nicht mehr, wem soll ich jetzt glauben? Und sie hat mir dann versichert, dass sie mich nicht anlügt und ich habe dann gemeint, hey, okay, cool, dann ist alles in Ordnung, dann glaube ich dir das. Und seitdem hatte ich mit Laura eigentlich überhaupt keinen Konflikt mehr. Gar nichts. Also ist es nicht so, wie sie erzählt, dass ich einmal nett zu ihr war, dann war ich böse zu ihr, dann war ich wieder nett zu ihr, dann war ich wieder böse zu ihr. Das stimmt nicht. Also ich weiß nicht, was für eine Wahrnehmung sie da hat. Ich weiß es wirklich nicht. Leute, ich meine es ernst, ich weiß es nicht. Und zu Johnny. Wieso ich denn danach noch mit ihm Kontakt hatte? Ja, das liegt einfach ganz einfach daran, dass ich mit ihm gut befreundet war. Das weiß du selber. Ich war mit Johnny gut befreundet. Wir haben uns sehr gut verstanden. Ich habe auch sehr viel von Johnny gehalten tatsächlich. Und nur weil ich eine Freundschaft führe und ein Mann Interesse an mir zeigt, muss ich doch nicht diese Freundschaft beenden. Oder sehe ich das falsch? Also ihr müsst mal überlegen. Sie sagt ja, du bist dann danach nach Köln gekommen. Ja, das war ein Jahr später. Das war ein Jahr, nachdem er da auf dieser Party mit mir nach Hause wollte. Das war ein Jahr später. Und ich habe mit Johnny nicht täglich Kontakt gehabt, so wie sie es darstellt. Ich habe mit Johnny, vielleicht, lass mich nicht lügen, vielleicht
2 Wochen viel Kontakt gehabt, dann 4 Monate gar nichts, dann wieder 2 Wochen Kontakt gehabt, dann wieder ein halbes Jahr gar nichts. Aber Laura, noch eine Sache. Das ist jetzt hier kein Angriff, aber denk mal ein bisschen weiter. Wäre wirklich meine Intention gewesen, eure Beziehung zu zerstören, dann hätte ich dir doch die ganzen Screenshots schicken können. Hätte dir erzählen können, was er da damals im Club getrieben hat und so weiter. Habe ich es gemacht? Nein. Was habe ich stattdessen gemacht? Stattdessen habe ich mit deinem Freund telefoniert über eure Beziehungsprobleme und habe noch zu ihm gesagt, er soll es mit dir nochmal versuchen. Aber klar, ich stehe sowas von auf Johnny. Wisst ihr, das ist so traurig. Genau das habe ich damals sowas von vermieden. Damals, als diese Sache mit Laura und Mark Robin passiert ist, habe ich versucht, so wenig wie möglich, dass Laura irgendwie angegriffen wird öffentlich. Wisst ihr, weil es immer so ist. Immer müssen die Frauen auf die Frauen losgehen, obwohl die Männer an der ganzen Sache schuld sind. Und was macht Laura jetzt? Leute, mir reicht's, ich sag's euch. Leute, ich merke jetzt erst, wie dämlich ich eigentlich bin. Ich bin so dumm. Sie hat genau das bekommen, was sie möchte, und zwar Aufmerksamkeit. Denn sie sagt ja in ihren Stories, dass ich nicht auf die Themen eingehe, auf die wichtigen Themen. Habe ich aber privat gemacht. Ich habe ihr privat geschrieben und bin privat auf die Sachen drauf eingegangen. Sie hat mir natürlich nicht geantwortet. Und ein paar Stunden später habe ich ihr nochmal geschrieben und habe dann zu ihr geschrieben, Laura, antworte doch. Oder willst du erst warten, bis du es wieder in die Öffentlichkeit austragen kannst? Kam wieder nichts. Und daraufhin habe ich dann erst öffentlich was dazu gesagt. Jetzt antwortet sie ja wieder öffentlich. Und sagt, du bist ja nicht auf die Sachen drauf eingegangen. Komisch, in der Nachricht bin ich aber, die ich dir privat geschrieben habe, drauf eingegangen. Das heißt, sie hat das wirklich alles gemacht, weil sie öffentlich Beef möchte, um ihre Reichweite zu erhöhen. Und ich bin so dumm und bin drauf eingegangen. Ja gut, Löffel, was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Das Einzige, was ich vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass es durchaus korrekt ist, dass damals einige andere Verführerinnen sich ebenfalls von Laura distanziert haben. Aus welchen Gründen jetzt genau, wurde nie wirklich ausgesprochen. Es gab jetzt keine großen Statements oder Reveal, warum ist Laura schlimm oder sowas. Aber es stimmt schon, dass Laura sich dann irgendwann mit einigen Verführerinnen nicht mehr so gut verstanden hat. Was genau da vorgefallen ist, wissen anscheinend nur die Parteien. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt weiter zu Mark Robins Statement. Wir schauen uns das an und danach habe ich, wie gesagt, noch einiges dazu zu sagen, denn ich habe mir extra nochmal die besagte Temptation-Folge angeguckt und Zitate rausgesucht von dem, was Laura gesagt hat, tatsächlich, weil ich selber irgendwie dachte, so bin ich doof? Habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, habe ich nicht. So, also, ich bin vom Essen zurück, habe mich jetzt direkt hingesetzt, weil ich muss jetzt über etwas sprechen, worüber ich ja eigentlich nicht mehr sprechen wollte. Es ist eigentlich auch, ich weiß nicht, Leute, es ist einfach nur nervig. Es ist anstrengend so, aber irgendwo muss ich dazu was sagen, ich kann mich da auch nicht raushalten. So. Ich sage jetzt zum letzten Mal was darüber und ich mache das jetzt auch wirklich neutral. Es ist jetzt kein Fronten gegen jemand oder sonstiges. Ich mache das jetzt mal wirklich sachlich, ohne à la Mark Robin wieder wie immer aus der Haut zu fahren. So, Leute, dieses Thema ist langsam wirklich völlig übertrieben. So, es ist einfach nur ätzend, es ist nervig, es ist auch irgendwo langweilig irgendwann, jetzt mal ehrlich. So, wir fangen mal von vorne an, okay? Warum ist dieser ganze Stress jetzt? Warum? Weil eine Michelle ein Posting gemacht hat, auf dem auch eine Laura zu sehen war. Dieses hier, markiere deinen Lieblingsinfluencer, keine Ahnung, das sind dann diese mehrere Raster. In einem Raster war Michelle, in einem anderen Raster war Laura. So, Michelle hat es repostet, hat aber eine Laura zensiert. Sie hat sie zensiert, aber das null provokant, Leute. Null provokant. Es wäre irgendwo, ich weiß nicht, wenn man sie hätte provozieren wollen, dann hätte man, ich weiß nicht, eine dumme Fratze drüber gemacht. Hätte was Dummes dazu geschrieben, hätte irgendwie, ich weiß nicht, oder hätte von mir aus nur so ein Teil zensiert, dass man ja trotzdem genau sieht, wer hier gerade zensiert ist. Das war alles nicht der Fall. Sie hat wirklich dieses komplette Raster zensiert. Man hat den Namen nicht gesehen, man hat die Person nicht gesehen. Man hat nicht gesehen, wer hier zensiert ist, wenn man nicht auf den Original-Post gegangen ist. So, Leute. Dann erklär mir einer, wo ist da das Problem? Es ist doch Michelles völliges Recht, aus welchem Grund auch immer, auf ihrem Profil zu teilen, wen sie möchte, wen sie nicht möchte. So. Es ist doch egal, aus welchem Grund sie das tut, aus was auch immer. Es ist doch ihr Profil, es ist ihr völliges Recht,
darauf zu zeigen, wen sie möchte, wen sie nicht möchte. Wir leben in einer Zeit, Alter, wir sind 2024 mittlerweile. Jeder darf lieben, was er will, jeder darf sich fühlen, als was er will. Es darf doch aktuell jeder tun und lassen, was er will, solange er nicht einem anderen schädigt, einen anderen verletzt, whatever. Wie gesagt, 24, dieses LBGD, keine Ahnung was. Lieb, was du willst, fühl dich, als was du willst. Es gibt Leute, die sagen, ich fühle mich als Fuchs oder irgendwie so. Ist doch völlig in Ordnung, Leute, ist doch völlig in Ordnung. Aber warum darf dann eine Michelle nicht auf ihrem Profil teilen und zeigen, wen sie will oder nicht? Die Hintergründe sind doch egal. Es wurde eine Laura null damit verletzt. Es wurde sie war komplett zensiert einfach. Also Leute, wo zum Fick ist dieses Problem? Ich verstehe das nicht, Alter. So, und wegen sowas macht man dann so einen riesen Fass auf oder was? Jetzt mal ehrlich, Alter. So, ich verstehe es, dass eine Laura von mir aus sich trotzdem irgendwo provoziert fühlt. Hätte ich wahrscheinlich auch, obwohl es keine Provokation war, hätte ich das umgekehrt auch nicht cool gefunden. Aber Alter, dann macht man doch nicht so ein riesen Fass auf. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt mal ehrlich, Alter, kein Mensch macht sowas, Mann. Du kannst dich doch nicht wegen sowas dann hinsetzen und behaupten, eine Michelle ist falsch, link, charakterschwach, keine Ahnung was. Redest groß was von, ihr wart ja so gut befreundet, ihr wart zu dicke, ihr wart keine Ahnung was. Alter, das wart ihr nicht mal. So, ihr habt euch gut verstanden, Michelle ist ein korrekter Mensch. So, was damals passiert ist, geht auf meine Kappe. So, ne, da kann der Laura nicht mal was dafür, die hat ihren Job gemacht. So, ne, darauf will ich jetzt auch gar nicht eingehen, das geht auf meine Kappe. Ich denke aber trotzdem, die meisten in Michelles Position könnten eine Laura da nicht leiden. Auch wenn eine Laura nur ihren Job gemacht hat, sie ist ja dann irgendwo trotzdem der Triggerpunkt, so. Wisst ihr, wie ich meine? Eine Michelle ist korrekt, Alter. Sie hat nie ein Problem mit Laura gehabt, so. Ne? Dass die jetzt vielleicht nicht Best Friends werden, okay, so. Ist ja aber auch nicht verwerflich. So, aber eine Laura hockt sich hin und behauptet ja, wie dicke die waren, wie keine Ahnung, was die waren. Alter, das waren die nie. So, eine Michelle war immer korrekt zu einer Laura, so, trotz allem, was war. So, aber die waren jetzt nie groß dicke, Alter. Und jetzt hockt die sich hin und behauptet irgendwelche Dinge, die halt komplett surreal sind, Alter. Und da kann mir jetzt einer erzählen, was er will. Leute, jetzt denkt doch mal, rechnet doch mal eins und eins zusammen. Es ist jetzt diese Situation, okay? Michelle hat sie zensiert. Wie gesagt, nicht provokant, dass das ein bisschen provoziert. Kann man irgendwo verstehen. Aber welcher Mensch macht jetzt wegen sowas so ein Fass auf, setzt sich da, ich weiß nicht wie lange, 10 Minuten hin und behauptet, wie charakterschwach der andere Mensch ist, wie oder charakterlos, wie link, wie falsch. Wegen sowas, Leute, wen wollt ihr verarschen? Jetzt mal ehrlich, Alter. Und dann fängt man hier jetzt wieder so ein Social-Media-Beef an, Alter, für was? So, und wenn ich jetzt zählt eins und eins zusammen, das macht doch kein Mensch, der nicht wirklich gezielt auf Stress aus ist. Mir würde in 100 Jahren nicht einfallen, so einen Stress anzufangen. Ich an Lauras Stelle hätte mich wahrscheinlich auch provoziert gefühlt ein bisschen, auch wenn es nicht provokant war. Sie hätte ein Posting machen können, finde ich uncool oder so. Selbst das hätte ich nicht. Aber das wäre noch stemmbar, Alter. Aber doch nicht so, Mann, wirklich. Und ich versuche gerade wirklich neutral an diese Sache ranzugehen. Nur das Ding ist, guck mal. Irgendwann ist auch gut, Leute. Irgendwann ist auch gut. So, ne, Michelle und ich, wir brauchen uns nicht irgendwie als das darzustellen, was wir nicht sind. So, ne, wenn ihr zum Beispiel sagt, wow, Mark Robin, was er damals gemacht hat, ekelhaft, Fremdgeher, keine Ahnung was. Das ist Fakt, das ist Fakt, das könnt ihr sagen, das sage ich doch gar nichts dagegen, Leute, wirklich, das könnt ihr sagen und sagen und sagen, das ist Tatsache, dagegen sagt kein Mensch was. So, selbst da finde ich zwar irgendwo ein bisschen Panne so, wenn man sich sein Leben lang darauf versteift, so, ne, ihr seid ja alle fehlerfrei, hat ja noch nie jemand von euch einen Fehler gemacht. Wenn man da sich jetzt das Leben lang drüber versteifen irgendwie muss und den dann als den Boomer dahinstellen muss, von mir aus, Alter, so, von mir aus finde ich zwar auch irgendwo, wie gesagt, Panne. So, aber das ist ein Fakt, dagegen kann ich nichts sagen. Ich habe da Scheiße gebaut, das ist so. Aber Alter, Michelle und ich, wir brauchen uns nicht jetzt wieder für irgendetwas hinstellen lassen, was gar nicht ist, Alter. Und auch so ein Riesenfass aufzumachen für etwas, was nicht ist. Also, und das Ding geht halt einfach jetzt mit einer Michelle weiter, wie es damals mit mir aufgehört hat. So, damals war ich halt das Opfer von ihr, jetzt ist Michelle ihr Opfer. Leute, ich habe in diesem Totenwinkel mit ihr rumgemacht. Okay, das ist Scheiße, weiß ich. So, bereue ich. Bis heute, auch wenn ich eine Michelle nicht mehr liebe, bereue ich das unnormal so, weil was ich ihr damals angetan habe, ist einfach scheiße so. Das liegt mir auch bis heute noch irgendwie, geht mir das nach, so. Aber damals so die Rolle zu übertreiben, diese ganze Kondomgeschichte, dieses ganze Reinstecken-Geschichte, dieses Begrapschen-Geschichte, Leute, das hat alles nicht gestimmt. Ich habe das schon mal alles bewiesen. So, es haben sich damals irgendwann, ihr müsst euch vorstellen, es waren 12 Verführerinnen, Laura war eine davon.
Alle 11 anderen haben sich irgendwann hingesetzt und haben gemeint, dass Laura komplett ihre Rolle übertreibt, wie sie mich im Internet darstellt, dass einfach alles Bullshit ist. Leute, ihr habt es damals bewiesen bekommen. So, jetzt geht es mit einer Michelle weiter. Jetzt, Leute, nochmal, zählt doch mal 1 und 1 zusammen. Ihr guckt Temptation Island. Ihr seht, Mark Robin ist da im toten Winkel mit einer Laura. Danach sitzt sie im Interview und meint, wir hätten auch rumgemacht. So, das nehmt ihr erstmal auf. Soweit war es ja auch noch richtig. So, dann ist aber die Ausstrahlung. Auf einmal hockt sich eine Laura hin und behauptet, ich hätte sie hier noch irgendwo angefasst. Sie behauptet, ich hätte das auf einmal gemacht. Ich hätte das auf einmal gemacht. Warum hat sie das denn nicht vor Ort gesagt, wenn es doch so gewesen wäre? So, aber ein Jahr später, wenn dann die Ausstrahlung ist, sich dann ins Internet zu setzen und die Sache nochmal ein bisschen krasser zu machen, weil man ja jetzt ein Jahr lang Zeit hatte, zu überlegen, wie geht das noch krasser oder sonstiges. Leute, jetzt mal ehrlich, sie hat sich direkt nach diesem Rummachen ins Interview vor Ort in der Show gesetzt und hat gesagt, ich bin mit ihr, ich habe rumgemacht. Mehr hat sie nicht gesagt. Danach ging erst diese ganze Scheiße los. Danach hat sich jede einzelne Verführerin hingesetzt und hat mich verteidigt. Hat mit der Fremdgeher, Leute, der Fremdgeher hat gemeint, ey, so Leute, ne, also was die Alte da abzieht, geht komplett gar nicht. Also wurde doch damals schon bewiesen, dass sie komplett ihre Rolle übertreibt. So, ne, das hat natürlich nicht ganz Deutschland gesehen, ganz Deutschland hat Temptation gesehen. Viele haben ihr dann auch ihr Zeug geguckt, weil ich war ja damals der Lügner, irgendwo auch verständlich, dass man mir im ersten Moment mal nicht glaubt. So, ihr Zeug wird geguckt, meins nicht. So, heißt, sie setzt sich dahin, behauptet Dinge, ihr wird geglaubt, mir wird gar nicht erst geglaubt oder es wird gar nicht erst geguckt. So, aber alle meine Beweise, die ich aufgedeckt habe, die waren schwarz auf weiß bewiesen. Es hat vielleicht nicht jeder gesehen. Nicht jeder, der Temptation gesehen hat, hat danach gesehen, wie ich Dinge beweisen konnte, dass sie komplett ihre Rolle übertreibt. Aber Fakt ist, dass diese Dinge bewiesen sind. Alleine ein Beispiel zum Beispiel, es gab ja danach dieses Interview mit Calvin, wo ich Laura face to face sag. Da, wo ich so aus der Haut gefahren bin und habe die Arme leider auch bodenlos beleidigt. So, war natürlich auch wieder völlig drüber von mir. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber dieses Interview gibt es ja auch. Da habe ich doch schon Dinge bewiesen, Leute. Also jetzt mal ehrlich. Ich habe da Dinge bewiesen. So, face to face mit ihr, dass sie Scheiße labert, dass sie lügt. Ich habe mir keinen Gefallen getan, dass ich so aus der Haut gefahren bin, aber die Sachen, die bewiesen sind, sind bewiesen, Leute. Das ist Fakt. So, alle Verführerinnen haben sich danach hingesetzt. Jede, bis auf die letzte, Alter. Keine einzige hat ihnen Schutz genommen. Und ihr könnt mir doch erzählen, was ihr wollt. Leute, Alter, seid doch nicht so behämmert. Ihr kriegt das bewiesen von Beteiligten. Es steht 1 gegen insgesamt wahrscheinlich 15 andere mit den anderen vergebenen Leuten. So, wie könnt ihr dieser einen Person glauben, Alter? Jetzt mal ehrlich. So, und ich habe es damals bewiesen, dass sie völlig ihre Rolle übertreibt. So, und jetzt geht der ganze Scheiß gerade wieder von vorne los, nur mit einer Michelle. Und eine Michelle sagt auch, Alter, dieses Mädchen übertreibt einfach völlig ihre Rolle. Jetzt, wie könnt ihr dieser ganzen Sache glauben? Erzählt mir das, bitte. Ich möchte es verstehen. Ich verstehe es bei bestem Willen nicht. Ihr könnt mir doch jetzt nicht erzählen, ihr schaut aus dem Fenster, klarer Sonnenschein, keine einzige Wolke am Himmel. Ihr guckt ins Internet, da steht, es schneit. So, was glaubt ihr jetzt, Leute? Ihr müsst doch den Beweisen glauben. Ihr guckt doch aus dem Fenster und ihr seht, es kann nicht sein. So, dann erklärt mir einer wirklich, also ich, es ist unverständlich für mich. Dann erklärt mir doch einer, wie ihr es glauben könnt, wenn eine Person etwas sagt, etliche Personen aber bestätigen, dass es alles dummes Geschwätz ist, ich in einem Video sogar mit ihr face-to-face teilweise beweise, dass es Geschwätz von ihr ist. Dann erklär mir einer, wirklich, ich sitze jetzt hier, ich möchte das verstehen. Wie kann man dann noch diese Dinge glauben? Wie bitte? So, und auch jetzt wieder, wir gehen mal jetzt ganz zurück, wegen diesem kleinen zensierten Raster, jetzt auch wieder so ein Krieg anzufangen. Leute, bitte, macht euch doch Gedanken, Alter. Zieht eure rosa-rote Brille auf. So, okay, fassen wir nochmal zusammen, weil ich habe eh schon wieder viel zu viel gelabert. So. Sie hat damals komplett ihre Rolle übertrieben. Diese ganzen Behauptungen, die danach im Internet waren, alles Bullshit. Alles Bullshit. Was im TV zu sehen war, war der Fakt. Wenn es so gewesen wäre, sie hätte es doch vor Ort gesagt, wenn ich sie angefasst hätte. Irgendwie reinstecken, Kondom, Leute. Bei bestem Willen, als ob die sich danach nicht ins Interview setzt und nur dieses Rummachen sagt. Warum? Warum? 1 und 1 zusammenzählen, Leute. Egal. Damals ihre Rolle übertrieben, okay? Jetzt geht es mit Michelle weiter, auch wieder eine völlig übertriebene Story. So, dann überhaupt so ein Stress, wegen so etwas anzufangen, das ist 1 zu 1 wie dasselbe damals.
Sie übertreibt einfach maßlos ihre Rolle. Wirklich maßlos. Man kann es auch übertreiben, Alter. Kein anderer Mensch hätte wegen sowas überhaupt ein Fass aufgemacht. Sie macht direkt das größte Fass wieder auf. So, und da kann mir jetzt einer erzählen, was er will. Das macht kein Mensch, der nicht gezielt auf Stress aus ist oder irgendwie polarisieren will, Aufmerksamkeit will, keine Ahnung, was ihr Ziel ist, so. Aber kein Mensch, der einfach ganz normal, der kein Stress will, der kein gar nichts will, hätte sowas jetzt abgezogen, Alter. So, und wie gesagt, es wiederholt sich. Es ist dasselbe, wie sie mit mir damals abgezogen hat, das zieht sie jetzt mit einer Michelle ab. Deswegen, Leute, jetzt zählt einfach mal eins und eins zusammen. Ich habe es bestimmt 10-mal gesagt, Alter. Macht euch mal Gedanken, wenn Dinge bewiesen werden. So, der eine sagt etwas, der andere beweist es. So, wem glaubt ihr von beiden, Alter? So, wem glaubt ihr von beiden? Und ich hoffe, damit ist dieses Thema jetzt auch beendet. Es ist mir nämlich eh viel zu viel. Es ist mir viel zu blöd. Macht euch eure Gedanken. Gut, und jetzt haben wir zwei wichtige Punkte. Punkt 1, welche Beweise genau meint Mark Robin? Und Punkt 2, was genau hat Laura damals bei Temptation bereits gesagt und was hat sie im Internet nur behauptet? Wichtig dafür ist eventuell auch zu wissen, dass zwischen Dreh und Ausstrahlung ungefähr ein Jahr lag. Erster Punkt, Beweise. Beim Schauen dachte ich mir ehrlich gesagt, Alina, was hast du schon wieder vergessen? Weil mein Hirn ist manchmal wie ein Sieb und ich vergesse manchmal wirklich einiges, aber hier war ich mir eigentlich sicher, dass ich so einprägende Beweise, wie Mark Robin sie zumindest darstellt, nicht vergessen hätte. Aber ich dachte irgendwie, so bin ich doof, was habe ich denn da verdrängt? Und deswegen habe ich mit meiner lieben Sarah von Reality TV Portraits gesprochen. Liebe Grüße an dieser Stelle gehen raus. Und habe sie gefragt, Sarah, bin ich doof? Was habe ich vergessen? Welche Beweise meint denn Mark Robin? Und ich bin mir sicher, dass ich das hier auch mal zitieren darf, was sie mir geschrieben hat. Sie war nämlich auch sehr verwirrt und hat das auch nicht verstanden und hat mir geschrieben, er hat nie Beweise geliefert, er konnte nur ihre Lüge aufdecken, dass sie meinte, Mark Robin hätte ihr sein T-Shirt geschenkt. Hatte er nicht und sie hat es dann auch zugegeben. So. Das mit dem T-Shirt, da konnte ich mich so grob daran erinnern, aber Gott sei Dank hat Sarah das ja aufgeklärt, dass ja, Laura erst behauptet hat, er habe ihr das T-Shirt geschenkt. Mark Robin hat gesagt, nee, stimmt nicht. Und Laura hat dann zugegeben, dass er es ihr nicht wirklich geschenkt hat. Okay, gut. Aber was sind das denn für krasse Beweise? Oder soll das jetzt der krasse Beweis sein? Und was noch? Und der eigentlich wichtigere Punkt, wo ich mir auch dachte, bin ich bescheuert, habe ich das sowas von falsch in Erinnerung, den ich aber sofort nachprüfen konnte, ist die Frage, was Laura damals beim Dreh bereits gesagt hat und wie sie diese Geschichte erzählt hat. Denn Mark Robin meint ja, damals beim Dreh hat Laura nur davon gesprochen, dass die beiden sich eben geküsst haben und dann erst später hat sie im Internet Behauptungen aufgestellt mit dem Reinstecken und so weiter. Und dann, wie gesagt, habe ich mir diese Folge nochmal angeguckt, beziehungsweise die Stelle und gebe euch jetzt die Zitate, was Laura gesagt hat. So, und das Folgende hat Laura direkt nach dem Kuss mit Mark Robin gesagt. Zitat. Er hat mir zwischen die Beine gefasst. Der hat gefragt, ob ich die Pille nehme, ob er ihn reinstecken darf. Dann habe ich gesagt, ich nehme die Pille nicht. Dann meinte er, geht das auch ohne, weil wenn ein Kondom fehlt, fällt das auf. Und egal, wem man hier an dieser Stelle mag und wem man eventuell mehr Glauben schenkt, es ist einfach nicht korrekt, wie Mark Robin das hier erzählt hat, dass Laura damals beim Drehen nur von einem Kuss gesprochen hat und diese Behauptung mit dem Reinstecken und so erst später im Internet aufkam. Das stimmt einfach nicht. Das hat sie damals auch schon in der Show so gesagt. Ob es dann auch wirklich stimmt, dass das Gespräch damals so in dieser Art abgelaufen ist, das wissen natürlich nur die beiden. Aber was wir definitiv wissen ist, dass diese Behauptung von Laura bereits damals aufgestellt wurden und nicht erst im Nachhinein, so wie Mark Robin es jetzt hier uns verkaufen wollte. Und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das Mark Robin selber falsch in Erinnerung hat oder ob er hier wirklich absichtlich gelogen hat, was für mich einfach keinen Sinn ergeben würde. Denn wenn er sich hinsetzt und sagt, Leute, die hat das doch damals noch gar nicht gesagt, sondern erst dann später im Internet behauptet, kann doch jeder hingehen und sich das nochmal angucken, so wie ich das gemacht habe. Also das ergibt irgendwie nicht so viel Sinn.
Gut, mit diesen langen Statements sind wir jetzt durch und ich glaube auch, dass ich genug gelabert habe und euch meinen Senf aufgedrückt habe. Gerne könnt ihr eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wir gehen jetzt noch ein paar schriftliche Stories durch und gucken, was da noch so gepostet wurde. Auch hier chronologisch. So, Michelle hat da noch einen Screenshot von einem Chat mit Jessie gepostet und ihr erinnert euch wahrscheinlich, dass Jessie ebenfalls in derselben Staffel eine Teilnehmerin war, eine Vergebene, und sie hat damals mit ihrem damaligen Freund Abdu teilgenommen. Michelle und Jessie haben sich auch sehr, sehr gut bei Temptation verstanden und waren danach auch noch gut miteinander befreundet. Und diese besagte Jessie hat eben Michelle auf ihre Story geantwortet, Zitat, Junge, daran erinnere ich mich auch noch, wie sehr er dich versucht hat zu küssen. Ha, 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 ha. Auch Laura hat sich dann schriftlich nochmal kurz gemeldet und geschrieben, letzte Sache dazu, Doppelpunkt versprochen. War auch tatsächlich so, denn ich habe das jetzt noch ein, zwei Tage verfolgt bei allen in den Stories und es kam tatsächlich dann nichts mehr. Also das mit dem Beef hat sich jetzt, glaube ich, wirklich erledigt. So, Laura schreibt weiterhin, mein Statement habe ich gestern hochgeladen, ganz ausführlich, mehr kann ich dazu nicht sagen. Entweder man glaubt mir oder eben nicht. Auf Mark Robin werde ich so oder so nicht reagieren. Das wurde ausführlich vor 2 Jahren besprochen. Wenn mir weiter Schläge oder ähnliches gedroht werden von manchen Seiten, dann schwöre ich euch, gibt es eine Anzeige. Ja, das geht natürlich gar nicht. Keine Ahnung, wer es geschrieben hat, aber nee. Verführerinnen aus unserer Staffel haben nichts mit Michelles und meinen Auseinandersetzungen zu tun und können sich dazu auch gar nicht äußern, damit das klar ist. Mark Robin hat dann auch noch ein paar Stories hochgeladen, die wir uns der Vollständigkeit halber einfach nochmal anschauen möchten. Also das ist hier kein Video gewesen, das ist tatsächlich nur ein Foto von ihm, zu dem er geschrieben hat, hast letztens schon aus dem Nichts völlig unberechtigt gegen uns und unsere Freundschaft geschossen. Das war nicht nur die Meinung gesagt, das war geschossen. Aber keiner von uns hat darauf reagiert. Schade für dich, war der Angriff wohl ohne Erfolg. Jetzt dann aber ein neuer Versuch, nur weil Michelle dich zensiert hat. Weil du vor Wochen vorher gegen uns schießt und sich und dich des. Nee. Und sie deshalb dich einfach nicht in ihrer Story zeigen will. Sorry. Völlig verständlich. Das war dann jetzt deine neue Chance und siehe an, du kriegst wieder Aufmerksamkeit auf unseren Nacken. Gern geschehen, Laura Schatz liebt dich. Eine weitere Story von Mark Robin. Ach so, und danke für das ganze positive Feedback nach so extrem kurzer Zeit. So viele schreiben mir, dass man sie längst durchschaut hat, hätte ich nicht gedacht. Ich würde gerne mal wissen, wie das so allgemein ist unter euch. Vielleicht muss ich da auch mal eine Umfrage zu machen, wen ihr da glaubwürdiger findet oder auf welcher Seite ihr tendenziell eher steht. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass Mark Robin wirklich solche Nachrichten bekommt. Aber ich glaube auch, dass er Nachrichten bekommt, die das absolute Gegenteil besagen. Und da würde ich tatsächlich gerne mal wissen, wie das so im Allgemeinen ist in der Community. Und die letzte Story dazu, bevor wir das Video für heute beenden. Er hat einen Screenshot von Michelle gepostet und dazu geschrieben, der klassische Instagram-Beef und Aufmerksamkeit suchen Move, hahaha. Taktisch immer sehr clever, menschlich, naja. Aber irgendwann kommt halt alles mal ans Licht, wie lange ich damals dafür gekämpft habe, dass man diesem Menschen nicht glauben kann. Gut, und das war's mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst sehr gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Würde mich mega, mega freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Muah.